Bundeskanzler ist Mitglied der Europa-Union. Auch Herr Gremmels, der eben erwähnte Minister, ist Mitglied der Europa-Union. Das stört mich dann noch einmal mehr, dass er nicht mal geantwortet hat. Naja, ebenfalls, dass dieses Staatstheater der Gründungsort unserer europäischen Bewegung. Vor 75 Jahren wurde hier in diesem Gebäude die Europäische Bewegung Deutschlands gegründet. Am 13. Juni. Wir haben am 60. Geburtstag und am 70. Geburtstag in dem schönen Foyer jeweils mit sehr prominenten Gästen einen Festakt durchgeführt als Geburtstagsfeier. In diesem Jahr, meine Damen und Herren, werden wir nicht in diesem Staatstheater, in diesem Theater den Festakt 75 Jahre Europäische Bewegung Deutschland begehen, sondern wir haben unsere Gäste und laden ein in das Schloss Biebrich in Wiesbaden. Wiesbaden ist der Gründungsort der Europäischen Bewegung, die ja alle Verbände, die es in Deutschland irgendwie gibt, vom BDI, Gewerkschaften, alle Verbände umfasst. Die Europäische Bewegung. Herr Gahler ist übrigens Ihr Vizepräsident. Insofern noch einmal besten Dank. Also wir werden dieses Mal hier nicht, weil wenn hier der versprochene Neuanfang mit diesem Staatstheater die Fortsetzung dieses unsäglichen Netrebko-Auftrittes sein soll, dann ist das kein Neuanfang. Das ist kein Neuanfang. Ich hätte ihn gewünscht, wir hätten es unterstützt, aber das ist kein Neuanfang für ein Staatstheater vom Steuerzahler finanziert, Staatstheater, wo wir auch alle Mitspracherechte haben. Aber hier ist offenbar noch an weiteren Stellen nicht nur von dem früheren, Gott sei Dank, ehemaligen Intendanten viel Porzellan zerschlagen worden. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Nein zur russischen Propaganda in Deutschland. Nein zur russischen Propaganda. Vielen Dank, Herr Niederelz, für diese schöne Rede. Dankeschön. Und wir möchten noch einen Ehrengast auf diese Bühne einladen. Also, bitten, dass man bei einer Veranstaltung zweimal redet, aber vielleicht sind einige inzwischen dazugekommen. Ich hatte vorhin bereits gesagt, dass ich es außerordentlich bedauerlich finde, und da bin ich ganz bei Herrn Niederelz, dass hier die Verantwortlichen in Wiesbaden nicht dafür gesorgt haben, dass der Auftritt verhindert wird, denn diese Dame hat sich nie deutlich und eindeutig distanziert von ihrer Nähe zum Apparat, zum Regime, zu Putin persönlich. Es gibt manchmal Zeiten, da muss man sich als Künstler entscheiden, besonders wenn man selbst auf der freien Seite Europas lebt. Und ich habe gehört, die Dame hat ja sogar einen österreichischen Pass inzwischen. Sie muss überhaupt keine Befürchtungen haben, dass sie etwa nicht hier bleiben könnte. Aber gerade weil sie in Freiheit lebt und auch gut lebt, wäre das eigentlich, wenn man Charakter hat, eine Gelegenheit, sich eindeutig von dem Diktator zu distanzieren. Es hat während des Dritten Reiches auch deutsche Künstler gegeben, die sich von dem deutschen Regime damals distanziert haben und die im Exil geblieben sind, bis dieses schreckliche Regime vorbei war. Ich bin zuversichtlich, dass auch dieses schreckliche Putin-Regime noch zu Lebzeiten von Frau Netrebko ein Ende finden wird. Also hätte sie allen Anlass, wenn sie denn eine Demokratin wäre, wenn sie denn irgendein Mitgefühl hätte für die Millionen Ukrainer, die leiden, die tot sind, die vergewaltigt worden sind, wenn sie da irgendein bisschen Gefühl hätte, dann hätte sie sich distanzieren müssen, eindeutig und öffentlich und lossagen von diesem schrecklichen Regime. Das hat sie nicht getan und deswegen verdient sie auch hier keinen Auftritt. Von daher unterstütze ich alles das, was auch Herr Niederelz und Ihre Anwesenden hier alle gesagt haben. Und auch nochmal alles das, was die Europäische Union tun kann, um der Ukraine das Überleben zu sichern, aber auch den Weg in die Europäische Union zu sichern. Das tun wir im zivilen Bereich mit unserem 50-Milliarden-Programm für diese 4 Jahre, 24 bis 27. Das ist auf dem Weg. Da gibt es enge Zusammenarbeit und der Reformprozess geht weiter. Aber alles das nützt nichts,
wenn nicht die Waffen geliefert werden, die erforderlich sind. Ich muss es nicht nochmal wiederholen, ich tue es trotzdem. Wir müssen liefern, was wir haben. Dazu gehört Taurus in Deutschland und dazu gehört, dass sich alle auch an den Bundeskanzler wenden. Wir sind keine Ein-Mann-Demokratie. In dieser Frage muss eine breite politische Unterstützung für dieses Projekt, für diese Lieferung, muss bei diesem Bundeskanzler auch eine Wirkung haben. Er kann sich nicht darauf zurückziehen, dass er Misstrauen hat. Warum hat er mehr Misstrauen gegenüber den Ukrainern als ein amerikanischer oder ein britischer Regierungschef? Das ist nicht gerechtfertigt und deswegen fordere ich den Bundeskanzler erneut auf, auch Taurus zu liefern und das alles, was ansonsten noch lieferbar ist. Schwere Waffen für die Ukraine! Ja. Schwere Waffen für die Ukraine! 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 Vielen Dank. Und ich freue mich, dass Sie heute hier gekommen sind. Erzählen Sie es auch weiter allen Wiesbadenern, die hier sind und die Ukrainer hiermit unterstützen. Möchte mich auch nochmal ausdrücklich bedanken. Wir stehen hier für eine gerechte Sache. Das eine ist natürlich die Netrebko-Angelegenheit, aber bei dieser Gelegenheit kommt es ganz entscheidend darauf an, dass der Diktator im Kreml nicht gewinnt, sondern dass die Ukraine gewinnt, dass damit ganz Europa und die freie Welt gewinnt, dass auch der Rest der Welt sieht, die freie Welt ist stark, die freie Welt setzt sich für die Freiheit der Ukraine ein und das muss das Ergebnis sein und dann werden wir alle gemeinsam auch eine gute Zukunft haben. Slava Ukraini, sapere mohu. Vielen herzlichen Dank, Herr Haller. Консула Тараса Жилобака. Ця ситуація, через яку ми сьогодні тут зібралися, вона виникає вже не перший раз. Ми знаємо, що так звані представники російської культури, які підтримують путінський режим, підтримують війну Путіна і Росії проти України, і разом з тим хочуть, щоб їх у світі приймали і шанували, вони нас вже не дивують. Вони не мають ні честі, ні совісті. Вони є просто солдати армії пропагандистів країни-агресора. Але дивують ті люди у світі культури Європи і світу, які далі хочуть мати з ними справу, які їх приймають, які ніби не розуміють, що цим вони грають на стороні агресора. Генеральне консульство в цьому році, як і в минулому, з приводу цих виступів зверталося до Міністерства культури Гесена. Цьогорічне звернення я хотів би так частково зацитувати. Я буду читати його мовою оригіналу. Sehr geehrte Damen und Herren, die Situation, wegen der wir uns heute hier versammelt haben, ist nicht zum ersten Mal entstanden. Die sogenannten Vertreter der russischen Kultur, welche die russische Aggression gegen die Ukraine mit all ihren Grausamkeiten unterstützen und gleichzeitig wollen in der Welt weiterhin respektiert werden, überraschen uns nicht mehr. Sie haben weder Ehre noch Gewissen. Sie sind nicht anderes als Soldaten der russischen Propaganda. Ihre Aufgabe ist es, ein Bildchen zu schaffen, dass ihr Land in der Welt der Kultur quasi akzeptiert wird. Aber überraschen die Leute der europäischen und weltweiten Kultur, die weiterhin mit ihnen zu tun haben, als ob sie nicht verstehen, dass sie damit an der Seite des Aggressors spielen. Generalkonsul der Ukraine in Frankfurt hat in diesem Jahr, wie auch im vorigen, das hessische Kulturministerium mit entsprechendem Schreiben kontaktiert, aus dem ich einige Stellen zitieren möchte. Sehr geehrter Herr Minister, ich wende mich an Sie bezüglich der bevorstehenden Auftritte von Anna Netrebko in Wiesbaden am 4. und 8. Mai 2024. Im September 2014 hat Anna Netrebko ihre politische Unterstützung für die imperialistischen Ziele der Russischen Föderation und des Diktators Wladimir Putin öffentlich zum Ausdruck gebracht. Und zwar im Rahmen einer Pressekonferenz, die durch Fotos dokumentiert ist. In der Hand mit einer Fahne der Novorossija, des russischen Projektes einer völkerrechtswidrigen Annexion ukrainischen Staatsgebietes. Frau Netrebko hat diese politische Handlung
eine öffentliche Aufforderung zur Gewalt gegen die Ukraine bis zum heutigen Tag nicht widerrufen. Darüber hinaus hat sie ihre Loyalität gegenüber dem Diktator Putin durch Unterstützung für seine Wiederwahl und öffentliche Auftritte mehrfach nach außen gezeigt. Und diese Loyalität hat sie bis heute ebenfalls nicht widerrufen. Jeder dieser Auftritte wird von der Propaganda der russischen Diktatur als Beweis dafür angeführt, dass die Reputation Russlands im Ausland unter dem Vernichtungskrieg gegen die Ukraine nicht leide. Unter anderem deshalb ist Anna Netrebko in der Ukraine sanktioniert und mit einem Auftrittsverbot belegt. Eine Vorgehensweise, die auch aus Solidarität mit der überfallenen Ukraine auch für Deutschland zu überlegen ist. Die Präsenz von Frau Netrebko schadet nicht nur der Reputation des Staatstheaters. Es stellt sich die Frage, welche gesellschaftliche Auswirkungen es hat, wenn eine Person, die ihre in der Kunst erworbene Reputation für Kriegshetze einsetzt, mit deutschen Steuergeldern bezahlt und ihr die Bühne geboten wird. Unter der Berücksichtigung der angeführten Thesen bitte ich Sie, nochmals für vertragliche Situationen zu überprüfen und Wege zu suchen, beide Auftritte von Frau Netrebko in Wiesbaden im Interesse und zum Schutz von allen zu vermeiden. Hochachtungsvoll, Vadim Kostyuk, Generalkonsul der Ukraine, Frankfurt am Main, am 22. April 2024. Dziękuję. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Дуже дякуємо за вашу підтримку, ми це дуже цінуємо.